Hallo zusammen, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Gerade eben war Besuch da und hat die Verlängerung für den China-Adapter gebracht. Ich zeige euch den mal hier. Ich habe den jetzt hier einfach bloß mit einem Klebeband hier vorne hingepappt. Hier, den müssen wir dann, jetzt ist er scharf gestellt, der ist hier vorne drauf, seht ihr, der wackelt noch ein bisschen. Den habe ich jetzt nur mal hingeklebt zum Testen. Der hat jetzt diese Verriegelungsnuten und wir fahren jetzt runter auf die Gemeinde zu der Säule, wo ich nicht laden konnte. Und dann schauen wir mal, ob man mit dem Adapter an einer öffentlichen Säule laden kann. So Leute, es gibt gute Nachrichten. Ich stehe hier vor einer ABL-Ladesäule der Energie. Das war die Säule, wo gestern leider gar nichts ging. So, und jetzt gebe ich mein Handy mal meinem Kameramann. Muss ich das andersrum halten? Nein, so, genau so. So, dass du mich siehst. So, wir haben jetzt hier, was war's? Reindrücken müssen wir. Die beiden Schalter beide reindrücken und mit unserer Verlängerung einstecken. Dann hört man auch, wie es bzzzt macht. Und dann zeig mal da oben die Karte hinhalten. Will er mich jetzt verarschen? Gerade hat er es doch gemacht, oder? Bleib mal drauf. Jetzt, ah, jetzt hat er, ne? Jawohl, jetzt zack, und er lädt. So. Also, das heißt, mit dem Adapter funktioniert das wunderbar. Jetzt lassen wir noch eine Minute laden und dann schauen wir mal, dass wir mit den Steckern den Stecker wieder entriegeln können mit den beiden Tastern. Hier sieht man jetzt schon, wie er lädt. Wenn es ein Stück zurück ist, sieht man auch an der blauen Lampe, dass er lädt. Und jetzt gucken wir mal hierher nochmal. Jetzt, und zwar gehen wir so ein Stück zurück, dass man sieht, wie die blaue Lampe ausgeht, wenn ich auf die Tasten drücke. So, ich mache jetzt hier die beiden Tasten aus. Zack. Zack, ich habe es jetzt gehört, wie er Ihnen den Zut gemacht hat und den Stecker freigibt. Also der Adapter funktioniert. Wir fahren jetzt schnell noch nach Obermichelbach auf die andere Säule. Das ist eine alte ABL-Säule und probieren es da auch noch aus. So, wir sind jetzt in Obermichelbach angekommen, diesmal an einer älteren Säule, auch von ABL. Und ja, an der versuchen wir jetzt mal unseren Adapter aus Chinesien, den wir hier ein bisschen verlängert haben, zum Fliegen zu kriegen. Ich übergebe mal das Handy wieder an meinen Kameramann. Zupf hier das Kabel raus. Steck hier mein Stecker ein. Was hatten wir gesagt? Die müssen draußen drinnen sein. Dann einstecken. Meine Karte liegt auf dem Twizy. Karte stecken. Sieht gut aus. Zack. Und es funktioniert. Ist das geil. Also ihr seht, 25 Euro Adapter von Ali, ein voller Erfolg. Die STL-Dateien für die Verlängerungsringe macht der Kollege, der die entwickelt hat, frei zugänglich im Twizy-Forum. Und wir laden jetzt mit dem China-Stecker an den Ladesäulen.